Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In den letzten zwei Tagen sind sehr viele Leaks aufgetaucht zu der GTA-Trilogie. Und es ist schon merkwürdig, wie solche Sachen eigentlich auftauchen, weil Rockstar Games eigentlich eine sehr verschlossene Firma ist. Ich denke mal, Rockstar Games macht das auch extra, weil wenn sie nicht wollen, dass irgendwas geleakt wird, wird es auch nicht geleakt. Es wird hier definitiv ein Controlled Marketing gemacht, dass sie extra diese Hinweise raushauen, damit die Leute das extra finden und darüber reden, damit der Hype einfach größer ist. Sehr, sehr schlau von Rockstar Games. Ich konnte erst jetzt ein Video dazu machen, weil ich am Wochenende nicht da war. Deswegen hier jetzt in diesem Video werden wir diese Leaks besprechen. Bleibt definitiv dran. Und wenn du keine weiteren News mehr über GTA 6, die GTA-Trilogie und GTA 5 verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand, das verspreche ich euch. Zudem, gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Das dauert nur ein paar Sekunden, würde mich aber wirklich sehr, sehr supporten. Vielen, vielen Dank. Kommen wir mal ganz schnell zu diesem Video hier. In den vergangenen Tagen hat Rockstar Games den Rockstar Games Launcher geupdatet, denn wenn ihr jetzt auf dem Rockstar Games Launcher seid, könnt ihr die GTA San Andreas Definitive Edition, GTA 3 Definitive Edition und die GTA Vice City Definitive Edition sehen. Das heißt, das wird jetzt bald online kommen. Ihr könnt eventuell vorbestellen. Ich denke mal, dass der Trailer am 22.10. kommt, weil dort das 20-jährige Jubiläum von GTA 3 ist. Das wäre auf jeden Fall perfekt, wenn sie auch an dem Tag dann den Trailer hochladen würden und dann die Vorbestellungen beginnen. Das heißt, es ist nicht mehr weit. Bald können wir was diesbezüglich sehen. Zudem sind Leaks aufgetaucht, die zeigen, was für ein PC ihr braucht, also wie stark euer PC mindestens sein muss. Ihr braucht mindestens eine i5, Nvidia GeForce GTX 760 2 GB, 8 GB RAM und, was ganz interessant ist, 45 GB Speicherplatz. Das heißt, das wird auf jeden Fall nicht ein kleines Remake, Remaster sein. Da werden die drei Spiele nicht nur mit einer besseren Auflösung erscheinen, da wird viel, viel mehr kommen. Denn ich habe in den letzten Tagen auch viel in den Kommentaren gelesen, dass manche gesagt haben, ich werde es mir eh nicht schon, Rockstar Games wird uns eh enttäuschen. Diese drei Spiele werden nur mit einer besseren Auflösung kommen, nicht mit einer besseren Grafik oder Gameplay. Ich habe gesagt, wartet, diesmal könnte es anders sein und es wird anders sein. Denn, jetzt halt euch fest, das ist eine sehr geile Information, die durch Tesfan ans Licht gekommen ist. Er hat geschrieben, die GTA-Trilogie Definitive Edition bietet brillante neue Beleuchtungs- und Umgebungsupgrades, hochauflösende Texturen, vergrößerte Entfernungen, Grand Theft Auto 5 ähnliche Steuerung und Zielerfassung und vieles mehr. Wow. Also, das wird nicht nur ein normales Upgrade sein mit einer besseren Auflösung. Wir werden einen besseren Beleuchtungssystem haben. Das heißt, wenn ihr in Vice City an einer Straße vorbeifährt, wo viele LED-Lichter sind, wird das definitiv ziemlich geil aussehen. Umgebung-Upgrades, die Bäume, die Palmen, die Texturen, die Autos, die Laternen, die Menschen, NPCs, alles wird besser aussehen in der GTA-Trilogie. Die Texturen, wie gesagt, werden hochauflösend sein und die Entfernung, dass man quasi weiter sehen kann, wird auch besser sein. Was geil ist, die Steuerung wird anscheinend so wie GTA 5 sein, halt die ganzen Tastenbelegungen und das Zielsystem mit den Waffenzielen, eventuell mit den Leuten sich schlagen, was weiß ich was, wird auch angepasst, ähnlich wie bei GTA 5. Das sind richtig geile Informationen und das macht mich noch mehr hyped auf die GTA-Trilogie. Also Leute, es ist nicht mehr weit, der Trailer wird dazu bald kommen und die Vorverkäufe, also die Vorbestellungen werden auch bald beginnen. Es könnte diese Woche endlich sein, vielleicht werden wir diese Woche weitere News, weitere Leaks sehen zu der GTA-Trilogie, vielleicht sogar ein Screenshot, wer weiß das schon, auf jeden Fall bleibe ich für euch dran. Deswegen Leute, was ist eure Meinung diesbezüglich? Freut ihr euch jetzt drauf oder sagt ihr immer noch so, ich bin immer noch skeptisch, ich schaue mir erstmal den Trailer an und dann werde ich entscheiden. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Schauen. Tschüss.